Ich glaube, das ist die beste Torte, die ich je gemacht habe. Hier fehlt nur noch ein letzter Lutscher. Komm her, mein Kleiner. Du bist der letzte Schliff zu meinem Meisterwerk. Hä? Was ist denn hier los? Was macht ihr da? Ihr habt meine Torte ruiniert. Ich wollte die selber essen. Na wartet, ihr werdet mir nicht entkommen. Denkt ihr nur, weil ihr euch in den Kisten versteckt habt, dass ich euch nicht finden werde? Ich werde euch in ein paar Sekunden finden. Uh-oh. Und dann seid ihr ausgeliefert. Aua! Hey, was soll das denn? Ach so, ich soll wohl das Rad hier drehen. Womit werde ich zuschlagen? Mit einem Riesenlutscher? Na Leute, macht euch auf die leckersten Schlägereien in eurem Leben bereit. Wo seid ihr alle? Ah, ich höre da jemanden. Oh Mann, ich wäre nicht gerne in der Kiste gewesen. Oh Mann, das war die falsche Kiste. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Na warte, das war erst die erste Runde. Was erwartet mich in der nächsten Runde? Hm? Eine Gitarre? Seltsam. Nur gut, dass ich spielen kann. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein bisschen gute Musik, bevor ich euch totschlage. Oh, ich höre, da ist jemand drin. Aber ich werde doch mein Instrument nicht ruinieren, oder? Ich weiß nicht. Ich habe einen besseren Weg gefunden. Ich bin mir sicher, so viel Dezibel hält diese Kartonkiste nicht aus. Also gut, fangen wir an. Ich liebe Rock! Oh nein, ich werde doch taub! Schaut euch meine Ohren an! Auf Wiedersehen, Daisy. Oh, die Gitarre ist auch weg. Hoffentlich ist die nächste Runde genauso spaßig. Oh wow, Stinkekäse. Da werde ich wohl die Gasmaske hier benutzen und die Handschuhe. Oh Leute, ich beneide euch nicht. Was ist das denn für ein Gestank? Welche Box soll ich auswählen? Die hier vielleicht. Ha, ist das eine Stinkbombe? Mir wird schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass der Käse so effektiv sein wird. Ach du meine Güte. Oh wow, das war wirklich eine Käsebombe. Wer hätte gedacht, dass der Gestank so tödlich sein würde? Einen Tortenesser weniger. Mach's gut. Okay, der Stinkekäse ist kaum zu übertreffen. Was erwartet mich diesmal? Aha, Eiswürfel. Das wird eine kalte Runde. Ich zieh mich besser an. Wer wird wohl der Glückliche sein? Bitte, bitte. Ich hoffe, ich bin es nicht. Irgendetwas sagt mir, dass jemand in dieser Box hier drin sitzt. Oder nein, in der hier. Oh nein. Werde ich jetzt erfrieren oder so? Na, wieso passiert nichts? Wieso taucht niemand auf? Diesmal ging's daneben. Wie auch immer, wir machen weiter. Wie werden wir diese Schmarotzer diesmal los? Hm? Oh, wow. Mit einer Miezekatze? Alles klar, in dieser Runde wird meine Rache wohl flauschig sein. Ich nenne dich Schneeball. Na, welche Box willst du? Ach, die dort hinten. Okay. Oder die vielleicht? Okay. Alles klar, die gefällt mir auch. Oh nein, Hilfe! Wow, Schneeball, das machst du ja richtig professionell.
Du bist wirklich ein erstklassiger Helfer. Okay, okay, ich gebe auf, aber bitte, bitte, halte die Katze fern. Gut gemacht, Schneeball. Lass uns unser nächstes Werkzeug auswählen. Aha, Daisy, John und Jess sind weg. Wer bleibt übrig? Ach ja, genau. Noch drei sind übrig. Und diese drei machen sich aus dem Staub. What? Tschüss. Hey, versucht gar nicht, mir zu entkommen. Euch kriege ich noch. Wir müssen uns dringend verstecken. Denn gleich kommt Mary und dann sind wir ausgeliefert. Was stehen wir hier rum? Beeilen wir uns. Vielleicht werden mir diese Ballons hier helfen. Okay, ich werde mich einfach bunt färben. Yeah. Ich muss mich auch irgendwo verstecken. Irgendwo, wo Mary mich nicht finden wird. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Aha, ihr habt alle ein Versteck gefunden. Und nur ich alleine bin hier übrig geblieben. Ups. Seht ihr mich nicht? Das Bällebad ist besetzt. Und diese Wand hier auch. Kann ich mich hinter der Blume verstecken? Denk, Emma, denk. Ah, ich habe eine Idee. Okay, wo seid ihr? Wie konntet ihr euch nur in so einem kleinen Zimmer verstecken? Was wird mir diesmal helfen? Doritos? Ah, die müssen wohl richtig scharf sein. Hey, hat hier jemand Lust auf Doritos? Nein? Dann werde ich sie wohl dieser Blume hier geben müssen. Oh Mann, ich kann nicht atmen. Ha, ich habe ein Geräusch gehört. Ich glaube, da ist jemand. Oh Mann, diese Chips sind ja gefährlich. Ich halte das nicht mehr aus, Hopchi. Aha. Quentin, ich habe dich gefunden. Mal sehen, womit ich Quentin aus seinem Versteck verjagen kann. Aha, eine Schleuder. Gefällt mir gut. Macht euch bereit. Das wird hier nass. Schön zielen. Drei, zwei, eins. Oh ja, ich habe getroffen. Gefällt dir das? Das war erst der Anfang. Hier kriegst du noch eine Wasserbombe. Hör auf, bitte. Das tut doch weh. Oh nein, ich werde dich kaputt schlagen. Yeah, ich hab's geschafft. Okay, nur noch zwei sind geblieben. Was wird mir diesmal helfen? Ein Zauberstab? Wer hätte das gedacht? Okay, probieren wir ihn mal aus. Was? Oh nein, 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 komm mir bloß nicht zu nah. Ich habe Angst. Wingardium. Wie auch immer. Aha, Lilly, da bist du ja. Nicht gerade das beste Versteck, das du dir da ausgesucht hast. Ich hatte gehofft, du wirst mich nicht finden. Oh nein, ich werde euch alle finden. Mach's gut. Aber wo versteckt sich Emma? Nur noch sie ist geblieben. Ich habe keine Ahnung, wo die sein kann. Hoffentlich wird der Feuerlöscher mir helfen, sie zu finden. Na los, Emma, komm raus. Wo bist du denn? Ich werde dich finden. Ich habe im gesamten Zimmer hier gesucht. Wo ist sie bloß? Wieso ist hier niemand? Ist Emma vielleicht weggerannt? Das kann nicht wahr sein. Mary, entkommst du sicher nicht.
Wieso hat sie mich nicht bemerkt? Ich hab ihr doch die Doritos gegeben. Und die Wasserbomben. Yes! Und den Zauberstab hab ich ihr gegeben. Und dann später den Feuerlöscher. Und sogar den Hammer habe ich ihr gegeben. Und trotzdem habe ich gewonnen. Hurra! Ich liebe Twix. Aber große Schokoriegel mag ich mehr. Da sieht meine Variante ja ein bisschen besser aus. Und ich habe Glück gehabt. Ich habe einen riesigen Schokoriegel. Schaut euch das an. Wow. Ist ja gigantisch. Emma kann anfangen. Sie hat die kleinste Portion. Okay. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Das heißt aber nicht, dass sie nicht schmecken wird. Damit kann ich am Anfang noch ein bisschen spielen. Oh, yeah. Entdeckung! Ich bin ein echter Vampir! Emma, lass das. Mach dich an deine Schokolade. Spaßverderber. Mensch, die Schokolade ist ja wirklich lecker. Seht ihr das? Daran hatte ich keinen Zweifel. Lass mich auch was probieren. Unglaublich. Was für ein riesiges Schokostäbchen. Als wären das Drumsticks. Yo, heute ist mal wieder die verrückte Mary bei euch. Seid ihr bereit? Mary, könntest du damit bitte aufhören? Stop. Das tut weh. Ups, sorry. Ich war mal wieder am Träumen. Zeit für meinen Twix. Das sieht so appetitlich aus. Muss sicher lecker sein. Total. Ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Vielleicht werden mir ja nicht die Worte fehlen. Schaut euch das an. Ich meine, eure Schokostäbchen waren ja groß, aber habt ihr das gesehen? Sicherlich nicht. Wow, wie soll man das denn essen? Sind die nicht ein bisschen zu groß? Das macht doch nichts. Das ist kein Problem für mich. Ja, natürlich. Meine Zähne sind nicht stark genug. Okay, das habe ich ein bisschen überschätzt. Aber es gibt noch andere Wege. Oh Mann, sie ist ja ein Monster. Habt euch doch nicht so. Sowas kommt mit jahrelangem Training. Das ist der kleinste Donut, den ich je gesehen habe. Das ist ganz normal. Ich habe einen gigantischen Donut. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn heben soll. Okay. Aber ich habe solchen Hunger, das werde ich schon schaffen. Emma, du hast den kleinsten, also fängst du an. Einverstanden. Ich auch. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das tun kann. Ich werfe ihn wie eine Münze hoch. Schaut zu, ihr könnt was lernen. Klasse, das macht sehr gut. Sowas kann schon mal passieren. Das macht nichts. Das schmeckt sogar noch besser. Jetzt sehe ich wie ein Clown mit einer Schokonase aus. Bravo. Der Donut ist lecker. Jetzt bin ich aber dran. Ich bin schon ganz schön hungrig. Das sieht so appetitlich aus. Ich wünsche mir auch mehr. Kriegst du aber nicht. Du kannst mir aber beim Essen zuschauen. Oh, ist das lecker. Super. Was ist mit mir los? Du warst so geizig, dass du einen Schluck auf hast. Das ist nicht lustig. Ich finde, das ist total lustig. Jetzt bin ich dran. Mein Donut erwartet mich. Gibst du uns auch was ab?
Wir sind doch schließlich Freundinnen. Okay. Wieso auch nicht? Ich habe wirklich einen großen Donut. Das sollte für uns alle reichen. Ja! Habt ihr das gesehen? Schließlich habe ich mal Karate gemacht. Guten Appetit. Vielen Dank. Ich hasse diesen Schluck auch. Ich krieg den Donut nicht. Oh, wir sind doch schon fast fertig. Wieso brauchst du so lange? Was ist los? Ich kann den Donut nicht essen, weil ich Schluck auf habe. Lilly, du musst die Luft anhalten. Das wird schon. Okay. Anhalten, anhalten. Und jetzt ausatmen. Du erstickst doch gleich. Das reicht. Oh Mann. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Blöder Weg. Aber es hat funktioniert. Danke. Jetzt aber ran ans Zeug. Na endlich. Ist ja lecker. Oh nein. Lilly ist verflucht. Ich habe so wenig Nutella. Was ist das für eine kleine Dose? Das frage ich mich auch. Ich habe eine ganz normale Nutella-Portion. Und ich habe eine ganze Nutella-Zisterne. Mein Traum wird wahr. Ich liebe Nutella. Wow, das sieht ja toll aus. Einverstanden. Diesmal kann aber Mary anfangen. Los geht's. Wie soll ich mit so einem großen Löffel essen? Der passt doch gar nicht rein. Überleg dir was anderes. Ich benutze einfach meinen Finger. Es gibt eh keine andere Variante. Das ist lecker. Aber wieso so wenig? Wow! Voll unfair. Oh, du tust mir leid. Oh nein, meine Zunge steckt fest. Oh nein. Aua. Unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Gerade noch mal gut gegangen. Okay, jetzt bist du dran. Genau. Endlich kann ich mein Glas öffnen. Mein Löffel passt übrigens perfekt zum Glas. Ich glaube, absolut nichts geht über Nutella. Das ist herrlich. Ich liebe es. Was brauchst du so lange? Ich will nicht so lange warten. Noch ein bisschen. Ich will den Moment genießen. Na gut, dann mache ich so lange ein Nickerchen. Ich auch. Hey, wieso schlaft ihr? Na gut, ich habe auch ohne euch Spaß. Probieren wir mal. Oh nein! Ups. Wie ist das denn passiert? Oh, sorry. Ich bin schuld. Hey, Lilly, du hattest Monika ja fast umgebracht. Du solltest dich schämen. Ist mir egal. Emma, jetzt bist du dran. Das ist ja cool. Ich habe zwar einen kleinen Löffel, aber dafür werde ich meine Nutella lange genug genießen können. Ihr hattet recht. Nichts geht über Nutella. Das ist der Hammer. Ich liebe es. Wir hätten auch gerne was. Da fällt mir ein. Ich mache mir ein Nutella-Brot. Ich nehme mir mein Brot und schmiere Nutella drüber. Das ist die beste Kombination. Das dauert so lange. Ja. Aber das wird mega lecker. Da bin ich mir sicher. Mann, das dauert mir wirklich zu lange. Ich bin bereits müde. Noch ein bisschen. Schlaf ein. Hey, schütte einfach das Glas über dein Brot. Natürlich. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Oh nein, meine Nutella. Aua. Wo willst du hin? Oh no. Nein. Bist
Bitte, halt! Bloß nicht das! Das schmeckt aber so gut! Wieso tust du mir das an? Emma, du siehst so lächerlich aus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss!